Wir verlassen Toulouse und fahren weiter nach Avignon, wo wir einen schönen Stellplatz in Nähe der Altstadt finden. Avignon, eine Stadt in der Provence im Südosten Frankreichs, liegt an der Rhone. Von 1309 bis 1377 war sie Sitz der katholischen Päpste und blieb unter päpstlicher Herrschaft, bis sie 1791 zu Frankreich kam. Prächtige mittelalterliche Häuser, verträumte Plätze und Gässchen, eine imposante Befestigungsmauer, eine weltberühmte Brücke und als Zeugnis der Geschichte der massive Papstpalast im Stadtzentrum, den eine mittelalterliche Mauer umgibt. Die Kathedrale von Avignon ist die römisch-katholische Kathedrale des Erzbistums Avignon in Südfrankreich und Sitz des Erzbischofs von Avignon. Die Kirche befindet sich oberhalb des Papstpalastes auf einem Felssporn. Da wir erst am Nachmittag angekommen sind, beschließen wir, den morgigen Tag auch noch in Avignon zu verbringen.